Freunde, Jole hier und herzlich willkommen zu meinem ersten SimCity Let's Play. Ich werde euch heute das Spiel SimCity vorstellen. Ich habe mich für das Thema entschieden, weil es mich sehr angesprochen hat, dass man sich eine eigene Stadt aufbauen kann und sie danach verwalten muss. Ja, und beim ersten Let's Play geht es erstmal darum, dass wir ein paar Straßen bauen und dann am besten Anwohner ansiedeln. Im Hintergrund sieht man ein Gameplay, was ich davor aufgenommen habe. Ja, hier baue ich gerade Straßen. Dann kommen die blauen Häuser. Das bedeutet, dass die in gewerblichen Firmen sozusagen arbeiten. Und nach einer Zeit werden dann auch Leute sich ansiedeln. Dafür braucht man am besten Parks, weil sie sich dann mehr angesprochen von der Stadt fühlen. Unten sieht man die Money. Wir haben gerade 47.529. Die Steuern sind auf ca. 9%, glaube ich, pro Bewohner. Und wir machen 0 Steuern pro Stunde plus. Also, ja. Ich kann euch auch gleich mal zeigen, wie eine Stadt aussieht, wenn man sie schon weitergebaut hat. Da switche ich einmal kurz den Standort. Da habe ich schon etwas mehr gespielt. Ja, die Ladezeiten dauern für mich manchmal etwas zu lange. Und da sieht man schon eine etwas weiterentwickelte Stadt mit über 5000 Einwohnern und Spielhalle, Parks etc. So, jetzt betreten wir die City, sag ich mal. Beim Berg sieht man die Straßen, die wir hochgebaut haben, zum Platz sparen. Und unten im Tal sieht man dann auch die eigentliche City, das Rathaus. Daneben links die Spielhalle und da ist auch schon ein schlechter Kommentar. Da müsst ihr darauf achten, dass die Kommentare möglichst gut sind. Was steht denn da bei dem ersten Kommentar? Ich würde gerne bleiben, aber es gibt keine Hotels. Also müssen wir jetzt gucken, wo es Hotels gibt. Also beziehungsweise müssen wir sie bauen. Aber das Schöne ist auch, dass es nicht nur negative Kommentare gibt, sondern meistens auch noch positive, wie zum Beispiel hier. Es sieht gut aus. Ich spare gerade Geld für ein größeres Haus. Und da ist halt das Ziel, dass die fast alle Kommentare sozusagen grün sind. Und ja, das gehen wir einmal zu einer Bewohnerin und es gibt einen lokalen Markt für einen Flughafen, Bürgermeister. Unsere Unternehmen könnten den Zusatzschub wirklich gebrauchen, den vor allem die größeren Touristenzahlen mit sich bringen. Dann geht's weiter. Über den Flughafen gelangen Landungen und Passagiere zu uns, die unseren Gewerbe- und Industriezentren auf Touren bringen können. Ich würde vorschlagen, so schnell wie möglich ein solches Gebäude aufzustellen. Wollen wir es tun? Mache ich. Und mir gefällt auch insbesondere sehr gut das Detail, das hier, aber jetzt hier gerade noch nicht zu sehen, die Autos langfahren. Da sieht man zum Beispiel eins. Dass sie auch warten an Kreuzungen. Also da ist das Detail sehr gut. Ja, da kommt schon wieder ein Kommentar. Ich stelle schon mal die Casino-Schuhe bereit. Also das Casino kommt bei den meisten sehr gut an. Aber hier, ich würde gerne bleiben, aber es gibt kein Hotel. Also das hatten wir ja gerade eben schon. Und jetzt gucken wir einmal. Wir haben gerade ca. 28.000. Und wir müssen jetzt das Bergwerk gleich bauen. Das könnten wir einmal gucken, wie viel das kostet. Kohlebergwerk, ja, wie viel kostet das? 22.000. Sollen wir das bauen, Freunde? Komm, wir machen's. Oh, es ist schon ziemlich groß. Ja, da wäre es okay.
wir es da hinbauen. Also da geht's nicht, aber ob wir dafür die Wohnhäuser wegmachen sollen. Ja, sollen wir es? Okay. Wir platzieren das mal. Jetzt haben wir die... Oh, jetzt sind die meisten Leute sauer. Aber dafür können wir ja nichts für. Dafür reißen wir gleich mal die Häuser ab nach der Aufnahme. Ja, dann gehen wir nochmal in die Stadt und gucken die weiteren Probleme. Also da ist das mit dem Hotel, aber hier sieht man auch, die meisten sind glücklich. Und wir könnten sogar noch Parks bauen. Da sind die meisten unglücklich. Da könnten wir einen Park bauen. Jetzt werden die wieder glücklich. Ja. Jetzt können wir wieder in unsere andere Stadt gehen. Na, das ist bisher unsere dritte Stadt und die heißt Emselhausen. Also den Namen haben wir uns nicht vorgegeben. Aber ja, der ist vom Spiel aus so. Und nach, bei einem gewissen Level kann man den dann auch ändern. Dann bauen wir hier wieder die Häuser weiter. Aber erstmal brauchen wir Wasser. Ein Wasserturm, damit die Bewohner, also die Stadt, mit Wasser versorgt wird. Jetzt haben wir auch eine Aufgabe erledigt. Ja. Jetzt müssen wir nur gucken, dass auch Bewohner in die Stadt kommen. Und man muss auch immer gucken, woher der Wind kommt, weil wenn der Wind zum Beispiel in die Richtung von den Häusern geht und man da eine Industrie baut, dann sind die gleich unzufrieden. Das sind die Industriehäuser. Ja, durch Parks macht man die Bewohner glücklicher, habe ich ja auch schon gesagt. Und davon sollten wir auch gleich mal einbauen. Dafür geht ihr auf den Baum unten in der Suchleiste und könnt euch einen beliebigen Park aussuchen. Wir nehmen das kleine Feld für $400. Ja, wir bauen es da mal hin. Und da sieht man auch schon die grünen Smileys aufploppen. Das bedeutet, dass sie dadurch fröhlicher werden. Ja, und ich glaube, wir machen Minus. Deswegen müssen wir auch gleich mal die Steuern erhöhen für die Bewohner. Okay, bauen wir noch ein paar Wohnhäuser hin und dann werden auch hoffentlich gleich die Bewohner kommen, damit wir mehr Steuern pro Stunde machen. Dann verlängern wir nochmal die Straße. Jetzt brauchen wir ein Kraftwerk. Ein Kohlekraftwerk haben wir jetzt gebaut, was die Stadt mit Energie versorgt. Hier sieht man, weil es noch geschlossen ist, brauchen wir erst nochmal Arbeiter. Dafür verlängern wir erstmal die Straßen. Weil ein Tipp für euch ist, dass ihr sozusagen, also ihr müsst Straßen bauen, damit ihr da Häuser bauen könnt. Ihr könnt jetzt nicht zum Beispiel da oben Häuser bauen, weil da ist noch keine Straße hingelegt und Häuser können nur an der Straße gebaut werden, wie man da sieht. Ja, okay. Und das sollte es jetzt auch erstmal mit unserem ersten Tutorial für SimCity gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Für mehr Videos könnt ihr den Kanal gerne abonnieren und weil YouTube derzeit ein bisschen rumspinnt, auch die Glocke aktivieren, weil ihr sonst keine Benachrichtigung bekommt. Okay, das war das erste SimCity Let's Play. Ich bin raus. Bis dann. Ciao, ciao.